Hallöche, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Tatsächlich ist ja schon, ja, morgen der dritte Advent. Ja, Wahnsinn, irgendwie jetzt ist schon die Hälfte schon irgendwie wieder rum von der wunderbaren vorweihnachtlichen Zeit, aber ja, die Zeit vergeht. Also ich finde gerade der Dezember oder auch schon der November, das ist wirklich schnell vergangen. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, ob das bei mir mit der Tristesse von draußen irgendwie zusammenhängt oder ob das einfach so immer die Weihnachtszeit ist, wenn man jeden Tag ein Türchen vom Adventskalender aufmacht. Ja, lasst mich das gerne mal wissen. Ja, die Lesewoche war soweit eine ganz angenehme Lesewoche. Es gab keine ganz schlimmen Bücher, ganz im Gegenteil. Es sind sogar ein paar kleine Highlights mit dabei. Und ich habe insgesamt vier Bücher gelesen, richtig. Und ein Drittel von einem richtig wunderbaren Fantasy-Wälzer. Da werde ich zum Schluss ganz kurz was dazu erzählen. Zudem habe ich auf Netflix auch einen Weihnachtsfilm geguckt. Ich habe eine Serie angefangen und ich habe auch auf Disney einen Film mir angeschaut. Wie man merkt, ich war die Woche gut beschäftigt mit den schönen Dingen des Lebens. Starten wir mit den Büchern. Ich packe chronologisch die Bücher wieder unten in die Infobox, den Zeitstempel dazu. Ihr findet da auch Infos zu den Büchern. Also guckt da gerne mal rein. Ich verlinke oder mache auch den Zeitstempel, wann das sonstige Geplauder sozusagen anfängt, also über die Filme und Serie gesprochen wird, findet ihr immer unten in der Infobox. Das erste Buch der Woche ist Herbst in Wien von Petra Hartlieb. Das ist der letzte Band der Marie-Reihe und das musste ich jetzt einfach noch im Dezember lesen, weil ich einfach ja, diese Reihe dann auch in diesem Jahr abschließen wollte. Von Kelly Moran habe ich Redwood Lights gehört? Habe ich Redwood Lights gehört? Ich glaube, ich habe es gehört oder habe ich es gelesen? Nein, ich habe es gleich gelesen. Ich bin gerade verwirrt. Ich habe es gelesen. Und das nächste ist dann das Hörbuch. Und das ist der sechste Band, der in Redwood spielt. Gehört habe ich in der Woche Casa Dem 3 von Julia Dippel. Da habe ich ja wirklich sehr, sehr, sehr dem Reihenfinale entgegengefiebert und ja, war da sehr gespannt, was Julia Dippel zaubert. Dann war mir am ja, Advent nach einer wunderbaren Weihnachtsgeschichte neben Redwood Light wollte ich dann eben auch noch was ganz Weihnachtliches lesen und habe dann zu einem Buch von Jackie Feldgut gegriffen, nämlich Die schönste Zeit des Jahres. Ein Buch, was jetzt glaube ich auch schon 4, 5 Jahre alt ist, aber nach wie vor immer wieder ein Highlight von mir ist und ich es auch schon 2 oder 3 Mal gelesen habe. Und ich hätte auch das echte Buch eigentlich im Regal, aber ich blende es euch ein, weil ich es ja über meinen Kindle Unlimited Zugang gelesen habe, was ich ganz cool fand. Ja, weil so im Grunde ich das Buch nicht, also ja, ihr versteht. Und der Fantasy-Wälzer ist dann in Zani von Kersti Merkel. Das ist ihr Debütroman. Ich habe ihr zweites Buch Silence ja schon gelesen und gefeiert. Und das lese ich zusammen mit einer lieben Freundin. Und das war sozusagen das erste Drittel in der Woche. Eine ganze Menge zusammengekommen. Mensch, wenn man das so runterrattert. Aber gut. Ja, das erste Buch ist Herbst in Wien von Petra Hartlieb. Das ist das vierte und letzte Buch der Marie-Reihe oder auch der Jahreszeitenreihe, je nachdem, wie man es benennen möchte. Es begann mit Winter, Frühling, Sommer und jetzt haben wir den Herbst. Die eigentliche Geschichte vom ersten Band begann ja 1910 und erzählt uns eben die Geschichte von Marie, die bei Arthur Schnitzler als Kindermädchen gearbeitet hat. Und wir sind jetzt eben einige Jahre weiter. Jeder Band erzählt im Grunde ja so ein paar Jahre, mehr oder weniger, von ihrer Geschichte, nicht unbedingt ganz vom Zeitraum ähnlich, also nicht wie bei Jeffrey Archer, wo so ein Buch irgendwie 10 Jahre waren, sondern man hat auch in den Geschichten oftmals irgendeinen Sprung von 2, 3 Jahren, wo nur kurz zusammengefasst wurde, was passiert. Und wir sind hier eben jetzt in Richtung, ja, Erster Weltkrieg unterwegs, der ja damals noch gar nicht als Erster Weltkrieg betitelt wurde, aber für uns ist es natürlich der Erste Weltkrieg. Und wir haben hier eben die Sicht von Marie, einer jungen Frau, die jetzt eben selbst eine Familie hat, verheiratet ist, sie uns eben auch beschreibt, wie es ihr damit geht, mit den Vorankündigungen des Krieges und dem Krieg selbst, was da in Österreich und Wien eben auch los war, wie sie das empfunden hat, wie es auch danach weiterging. Und ja, wir sind in Wien unterwegs. Ich kann jetzt natürlich gar nicht so viel zum vierten Teil erzählen, weil es spoilert natürlich alles andere von vornherein weg. Wir haben hier einen historischen Roman.
auch über eine historische Figur, nämlich Arthur Schnitzler, der wohl dem einen oder anderen auch ein Begriff ist. Ich habe tatsächlich auch dann ein bisschen nach ihm gegoogelt, geschaut, was hat er so für Wirken gehabt und Bücher und Theaterstücke und so weiter. Fand ich auch mal wieder super spannend, so ein bisschen biografisch unterwegs zu sein. Und ich liebe diese Reihe wirklich sehr. Also ich fand alle vier Bände super spannend. Ich fand die bildhaft, ich fand es lebendig, ich fand es atmosphärisch. Man hatte wirklich das Gefühl, dass man in der Zeit reist. Petra Hartlieb hat es mit ihrem Stil wirklich geschafft, uns in dieses Jahr, also 1910 bis jetzt irgendwas Anfang 30, mitzunehmen, uns die Charaktere vorzustellen, ihrer Zeit typisch auch mit einer Ausdrucksweise zu versehen. Wir sind eben in Wien unterwegs, eben dieser wunderbaren Zeit und bekommen eben was von den Gepflogenheiten mit, wie gesprochen wurde, was wichtig war, was im Wandel war, wie sich Dinge auch verändert haben, und das hat Petra Hartlieb für mich ganz, ganz toll rübergebracht. Es ist wirklich sehr bildhaft, man bekommt einen wunderbaren Eindruck von Wien dieser Zeit, von wie die Menschen sich benommen haben, gekleidet haben und auch eben welche Probleme und Herausforderungen es damals gegeben hat und was den Menschen wichtig war, wie sie empfunden haben, was sie gedacht haben. Vielleicht tatsächlich auch so durch diese unterschiedlichen Schichten, die wir bei Arthur Schnitzler eben haben und dann eben Marie und auch ihrem Mann, und das ist richtig, richtig gut rübergekommen. Die Sprache finde ich wirklich toll. Also ich bin da gerne eingetaucht. Ich habe gerne ein paar wienerische Begrifflichkeiten mitgenommen und man hatte einfach wirklich das Gefühl, dass man direkt vor Ort ist. Der einzige Kritikpunkt ist, dass die Bücher relativ dünn sind, mit irgendwas zwischen 130, 150 Seiten pro Band. Ist natürlich die Frage, muss man das wirklich als Einzelband jeweils herausbringen? Hätte es nicht auch ein gesamter Band gemacht? Ist natürlich so schon ein bisschen schicker, auch für den Buchhändler und natürlich auch für den Autoren letzten Endes, für Petra Hartlieb natürlich auch finanziell bestimmt ein Thema. Ich hätte so ein Sammelband nicht schlecht gefunden, weil ich finde, so ein kleines Büchlein, das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also das sieht schon ganz schön jetzt, ich habe ja ein Band hier im Regal. Aber ja, zudem sind die Enden immer sehr abrupt. Also das habe ich, glaube ich, bei allen Büchern bisher ein bisschen kritisiert. Das finde ich auch hier beim vierten Band so, dass es einfach irgendwie endet und man sich denkt, ja, alle Geschichten sind jetzt schon irgendwie abgeschlossen, aber es kommt so wumm und man ist irgendwie aus der Geschichte raus. Das finde ich nach wie vor super, super schade. Ich glaube, da hätten irgendwie so 20, 30 Seiten gar nicht schlecht getan, um noch so ein bisschen mehr Input zu bekommen, aber eine tolle Reihe, die ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Dann habe ich die Kurzgeschichte, die weihnachtliche Geschichte rund um Redwood gelesen, nämlich Redwood Lights von Kelly Moran. Ist das sechste Buch der Reihe. Ich finde auch, ja, man kann sie schon allein lesen, aber ich glaube, der Zauber ist im Grunde immer erst da, wenn man auch die anderen Bücher kennt. Das E-Book hat knapp 140 Seiten. Ich glaube, es gibt es ja auch als Taschenbuch und das E-Book hat 3 Euro gekostet. Das finde ich wirklich einen sehr angenehmen Preis für auch die Kürze des Buches und habe daher auch zum E-Book gegriffen. Also nicht gehört, sondern ich habe es gelesen. Das zu meiner Verwirrung. Wir sind eben zurück in diesem Städtchen Redwood, was wir aus den anderen Bänden eben auch kennen. Die ersten 3 Bände spielten ja um 3 Tierarztbrüder und die beiden anderen Bände spielten ja dann um den Sheriff und den Feuerwehrmann. Und nun haben wir so ein bisschen abseits doch eine ganz andere Handlung. Wir kennen natürlich Redwood, wir kennen einige Charaktere, die darin vorkennen. Und wir befinden uns jetzt so, ich glaube, 7 Tage vor Weihnachten hat die Geschichte gestartet. Und wir bekommen hier eine Geschichte, die auch bis kurz nach Weihnachten erzählt wird. Weiß nicht, ob es der 25. oder 26. Dezember war. Also wir sind so innerhalb von grob etwas über einer Woche. Und wir treffen auf Marie. Die kennen wir aus dem Drachentrio, die bekannt dafür sind, dass sie Kuppler in dieser Stadt sind. Und sie sind eben ältere Frauen und so manche Kuppelei geht auf ihre Idee sozusagen zurück. Und wir treffen eben Marie wieder, die wir eben auch schon kennen. Und zwischen ihr und Preston gab es einst eine große, große Liebe, welche schon 25 Jahre zurückliegt, aber für sie eben unvergessen ist. Und sie ist ja jetzt auch Bürgermeisterin in der Stadt und mittlerweile ist sie eben als Kuppler, Drachentrio, ist sie auch bekannt. Sie hat überall ihre Strippen, ihre Hände da drin und zieht ihre Strippen so rum, muss man sagen. Und dann beginnt eben so ein bisschen eine Liebesgeschichte, die
ja, die wunderbar erzählt wird und eben auch mit bekannten Charakteren, die wir eben aus den anderen Bänden schon kennen, auch so ein bisschen gespickt ist. Es war richtig, richtig schön. Ich möchte zu den 140 Seiten, das ist natürlich schwierig, da irgendwie ein bisschen was zu erzählen. Es war aber richtig schön, es war schön, in das Städtchen zurückzukehren. Redwood ist eine tolle Stadt, es ist bildhaft erzählt, es ist sprachlich schön, man bekommt ein Gespür für die Menschen, für die Orte, wo wir unterwegs sind. Ja, meine Kritik ist, das Buch ist einfach zu kurz. Es hat nur 140 Seiten und ich finde es tatsächlich schade, dass Marie keine so wunderbare Liebesgeschichte in aller Ausführlichkeit bekommt, als eben die fünf anderen Charaktere. Ich finde, sie hätte es absolut verdient, eine echte Geschichte zu bekommen. Es war sehr gemütlich natürlich, es war wohlig, es war romantisch, es gibt auch immer wieder Humor in der Geschichte und es hat ganz, ganz viel Herz und das macht für mich diese Redwood-Reihe definitiv auch zu einem kleinen Highlight, anders als die anderen Bücher von Kelly Moran, die mich ja nicht so begeistern konnten. Ihr Stil hier ist modern, er ist flüssig, es gibt wunderbare Dialoge, es ist verständlich, die Charaktere sind toll ausgearbeitet und es ist eben auch zu keiner Zeit zu kitschig. Das ist ja mir immer ganz wichtig, ich bin ja nicht so der größte Kitsch-Freund. Die Charaktere sind einem bekannt, sind einem sympathisch und sie wachsen einen auch direkt wieder ans Herz und man lernt hier eben auch Marie von einer ganz anderen Seite kennen. Das fand ich auch richtig, richtig toll von Kelly Moran gemacht. Es fehlte aber für mich, und das liegt wahrscheinlich auch einfach an den 140 Seiten, auch einfach der Tiefgang. Das finde ich einfach sehr schade, dass wir Marie Entwicklung, dass wir ihre Geschichte vielleicht auch mit Rückblicken und so gar nicht so gut greifen konnten, kennenlernen konnten, weil wir eben nur diese 140 Seiten hatten. Natürlich ist es der Abschluss einer Reihe. Es soll so ein kleines Bonus, eine Bonusgeschichte sein, die uns hier präsentiert wird und damit, das ist auch sehr gelungen. Aber ja, ich so als Redwood-Fan, ich hätte mir tatsächlich einfach irgendwie 150 Seiten mehr gewünscht und wäre dann, glaube ich, noch tiefer wieder so in Redwood gelandet. So habe ich das in 2 Tagen gelesen und habe es genossen. Es ist eine süße, schöne Geschichte, die diese Gemütlichkeit der Vorweihnachtszeit hat, gerade was natürlich auch Amerika einfach angeht, ticken die ja doch nochmal ein bisschen anders zur Weihnachtszeit, als es die meisten Deutschen sozusagen tun. Aber ich hätte mir hier einfach ein paar Seiten mehr gewünscht. Ha, ja, aber das nächste Buch, Kasadim 3 von Julia Dippel mit dem Untertitel Jenseits der tanzenden Nebel, ist der Abschluss der Trilogie. Es wird gesprochen von Yara Blüme. Ich mag ihre Stimme super gerne und habe dann eben auch zum Hörbuch gegriffen, entschuldigt, weil ich eben auch die Stimme so toll finde und hier einfach super gerne lausche. Zu den Covern dieser Reihe möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Sie sind schrecklich. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich finde den ersten wirklich noch mit am schlimmsten. Ich finde aber auch hier wieder einfach die Proportionen von der Protagonistin. Ich kann damit nicht umgehen. Ich mag die gar nicht, deswegen werden die Bücher auch nicht als echtes Buch bei mir einziehen. Ich packe euch die Bücherwochen zu Band 1 und 2 einfach mal mit unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Für mich war ja Teil 1 ein absolutes überraschendes Highlight. Auch Band 2 hat mich total begeistert, samt gemeinem Cliffhanger. Und jetzt haben wir Band 3. In der Geschichte, sie beginnt, ich sag jetzt mal, Band 1 beginnt, oder der Beginn der Reihe, wir treffen auf Amaya, die nicht so altert, wie wir es tun. Denn jedes Jahr, Lebensjahr, muss sie im Grunde genauso oft erleben, wie eben das Lebensjahr alt ist. Also das heißt, das erste Lebensjahr einmal, das zweite zweimal, das dritte dreimal und so weiter. Und wir waren irgendwie beim 8., 9. Mal des 16. Geburtstags, was da dahinter steckt. Warum das so ist, warum in ihrer Familie so merkwürdig gealtert wird, das ist eben ein Geheimnis der Familie, ihrer Eltern. Sie lebt mit ihren Eltern und 5 Geschwistern zusammen. Die Familie zieht auch ständig um. Ich meine, klar, fällt man da auf, wenn man nicht älter wird. Und es herrschen auch sehr, sehr strenge Regeln in ihrem Haus. Und die Eltern arbeiten auch mit Gedankenkontrolle, doch kommen bei ihr selbst gar nicht so gut an, weil sie dem so ein bisschen auch widerstehen kann, das verhindern kann. Und natürlich fragt sie sich auch, warum ist sie anders als alle anderen. Eines Tages bringt ihr älterer Bruder oder ihre älteren Brüder, bin mir gerade nicht mehr sicher, einen Gefangenen mit nach Hause. Und als dann ihre Familie auch
auch noch angegriffen wird und ja, sie flüchten muss, macht sie das zusammen mit dem Gefangenen, der sie und ihre Familie, ihre Geschwister mit in ein neues Reich nimmt. Denn sie werden nach Khazad-dûm geführt und entdecken dort zusammen mit Noir, das ist der gefangene Fremde, eine neue fantastische Welt, in der es Intrigen gibt, merkwürdige Kreaturen gibt und sie einige ihrer Geheimnisse nun im Grunde aufgelöst bekommen. Und das war einfach mega. Teil 1 war großartig, Teil 2 war der Hammer. Und bei Teil 3... Ja, also man soll ja vielleicht die letzten 100 Seiten eines dann so großen Werkes vielleicht gar nicht zu überbewerten, aber das Ende ist leider überhaupt nicht mein Ende. Es ist auch kein verdientes Ende und es geht mir fast so ein bisschen wie bei Game of Thrones, dass das Ende sehr viel für mich auch kaputt gemacht hat. Für Gefühle, Emotionen, Gedanken, Träumereien, Spinnereien. Und dann kommt dieses Ende und ich bin einfach nicht glücklich. Das Buch war okay. Also man kann natürlich all das, was Julia Dippel kann, man kann es ihr nicht absprechen. Es ist eine wahnsinnig tolle Fantasy-Reihe. Es ist eine kreative Welt. Es ist wunderbar erzählt. Es ist bildhaft. Es ist lebendig. Es nimmt uns mit. Dadurch, dass wir eben auch mit Noir und Amaya unterwegs sind, nimmt sie uns mit durch diese Welt, zeigt sie uns. Dadurch, dass wir auch noch die Geschwister haben, die immer mal was berichten. Das ist richtig, richtig toll gemacht. aber das Ende. Und ich werde nicht spoilern, keine Angst, aber es ist nicht meins. Also man konnte es schon irgendwie erahnen, dass es vielleicht in diese Richtung gehen wird. Ich habe etwas anders erwartet, aber nicht unbedingt etwas anderes. Macht das jetzt Sinn? Es ist kein typisches Ende. Und ich habe einfach gehofft, dass es anders ausgeht. Also ich, Man konnte es irgendwie kommen sehen, aber ich wollte es nicht so haben. Ja, dennoch, Julia Dippel hat eine große Welt erschaffen, hat tolle Charaktere entstehen lassen, die tiefgründig sind, die wirklich wachsen, die eine tolle Entwicklung machen. Das finde ich wirklich richtig, richtig toll. Und ich mochte auch die Nebencharaktere und ich habe mitgefiebert, ich habe mitgeweint, ich habe geschimpft und gemeckert mit den Charakteren und es sind auch einige Tränen im letzten Teil geflossen. Aber das Ende, es verärgert mich so ein bisschen. Also es, ja, ich finde, man hätte es so nicht enden lassen müssen. Und es wird auch irgendwie für mich dieser Reihe nicht gerecht. Ja, es ist wie bei Game of Thrones. Ich hatte irgendwie andere Erwartungen. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass das nicht genug aufgelöst wurde, dass es irgendwie unlogisch ist. Nein, also im Gegensatz zu Game of Thrones hat Julia Dippel, ohne jetzt Game of Thrones zu spoilern, hat Julia Dippel schon einen Weg gefunden, das Ende logisch erscheinen zu lassen und es auch herein, also anzubahnen sozusagen. Aber deswegen gefällt es mir trotzdem nicht. Also es ist ein okay Buch, also es ist keine völlige Katastrophe, aber das Ende hat für mich echt einen Beigeschmack, den ich super schade finde und ja, ich jetzt mal gespannt bin, was andere Leser sagen. Also ich halte mich ja von Rezensionen fern, von Büchern, die ich gerade selbst lese oder ja auch wirklich vorhabe, zeitnah zu lesen, aber jetzt so im Nachgang werde ich mir mal die ein oder andere Rezension ansehen. Und ich habe gesehen, dass Lena von Expecto Booktronum auch schon ein Lied eingespielt hat, um ihre Liebe zu Khazad-dûm zu zeigen und das auch richtig, richtig schön ist. Und ich bin da mal gespannt, wie ihre Meinung zu dem Ende ist. Ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht schon einen Büchermonat oder so gibt, aber ja, es ist nicht so einfach. Nein. Ja, dann wurde es weihnachtlich, nämlich am 2. Advent habe ich dann zu Die schönste Zeit des Jahres gegriffen von der lieben Jackie Fellgut. Ich habe das Buch jetzt schon zum 3. oder 4. Mal gelesen, es ist glaube ich vor 5 Jahren auch erschienen und ich habe das Buch auch im Regal stehen, habe aber ja jetzt ein Amazon-Tablet, wo auch Kindle Unlimited jetzt von mir gebucht wurde, ich glaube jetzt 3 Monate für nur 99 Cent oder irgendwie so und dachte, ich probiere das mal aus. Und da habe ich das natürlich entdeckt und dachte mir, Mensch, wenn ich jetzt zum Buch greife, dann hat Jackie nichts davon, so verdient sie pro Seite auch noch irgendwie einen halben Cent, also keine Ahnung, aber ich dachte, Mensch, das
nutzt du jetzt mal. Zudem konnte ich dann eben einfach mit dem Hintergrundlicht lesen und musste mir kein großes Leselicht machen, konnte die Weihnachtsdeko und die Kerzen noch so ein bisschen genießen und ja, genügend Ausreden. Ich wollte es einfach ausprobieren und habe das dann auch gemacht. Ja, die Geschichte ist für mich eine absolute Highlight-Weihnachtsgeschichte, die ich wirklich super gerne lese. Sie ist atmosphärisch und macht super viel Spaß. Und wir treffen in der Geschichte Zoe, die Weihnachten total abgeschworen hat, seitdem ihre Oma gestorben ist, mag sie Weihnachten nicht mehr, sie mag diesen Trubel nicht und überhaupt ist sie auch so kein Fan von ihrer weiteren Familie und sie hat auch keine so richtige Lust auf diese Zeit. Doch dann, als sie eben zu Hause ankommen, wir sind irgendwo in Vermont unterwegs, also auch im Amerikanischen, wird sie von ihrem Schulfreund oder früheren Schulfreund Danny abgeholt, die sehr gut befreundet waren und ja, der ist irgendwie ganz verstört über ihre Abneigung gegenüber Weihnachten und hat im Grunde den Plan, ihr die Freude, den Spaß an Weihnachten zurückzubringen. Und so baut er ihr im Grunde eine Art Adventskalender und bei denen dann auch noch die Weasley-Zwillinge unterstützen. Ah, das ist so eine ganz tolle, es macht super viel Spaß, diesen Gimmick zu entdecken. Müsst ihr dann selbst lesen, wenn ihr wissen möchtet, was hier Fred und George irgendwie zu tun haben. Wir haben eine wunderschöne Geschichte. Es ist die perfekte Mischung aus Weihnachtsstimmung, Kitsch, Liebesgeschichte, Humor, Wohlfühlroman und Jackie hat es wirklich ganz, ganz, ganz toll in dieses Buch gepackt. Ich mag dieses verschneite Städtchen super gerne. Es ist bildhaft erzählt, man hat es gut vor Augen, man sieht förmlich die Weihnachtsdeko überall blinkern und leuchten und das ist richtig, richtig schön. Man geht also mit auf Reisen und bekommt hier eine wunderbare Weihnachtsstimmung transportiert, die wirklich rüberkommt. Auch die Abneigung von Zoe kommt rüber und dann eben auch Danny, der eben was dagegen unternimmt und wie dieses Zusammenspiel ist, das ist richtig, richtig schön. Auch hier merkt man natürlich den Überschwang an Dekoration bei den Amerikanern, was ich ja absolut liebe und Jackie hat das super toll auch eingefangen und rübergebracht. Die Charaktere sind sehr liebenswert, sind auch sehr authentisch gezeichnet, sie fühlen sich echt an, es gibt tolle Dialoge. Es ist auch modern und flüssig. Es ist so auch diese Verbindung, besonders zwischen Zoe und Danny. Ach, die habe ich direkt beide wieder so, so, so ins Herz geschlossen. Also da hat die Liebe zu beiden direkt wieder aufgeflammt. Und man spürt eben auch so, dass das Gefühl von Freundschaft, von Weihnachten und eben auch, wie wichtig Familie ist, das hat sie richtig, richtig toll in diese Geschichte reingepackt und rübergebracht und vermittelt es auch wirklich auf nicht so kitschiger Seite, sondern wirklich mit der richtigen Brise. Und das ist einfach so eine wunderbar moderne Art des Erzählens, die ich bei Jackies Büchern immer wieder toll finde und es hat auch richtig schöne Dialoge und ach ja, es hat einfach Spaß gemacht. Also es ist wirklich ein kleines Highlight unter den Weihnachtsbüchern, nicht umsonst habe ich es jetzt irgendwie zum dritten Mal, glaube ich, gelesen und mir macht das wirklich immer wieder Spaß und ist wirklich eine Empfehlung. Gibt es, glaube ich, als E-Book auch für um die 3 €. In Kindle Unlimited ist es auch drin, also wenn ihr das irgendwie nutzt, schaut da gerne mal vorbei. Aber es gibt natürlich auch das Taschenbuch, was von der Optik auch richtig, richtig schön ist und ja, auch von der Griffigkeit. Ich mag diese BOD-Bücher ja immer mal ganz gerne. War es BOD? Ja, ich bin gerade gar nicht sicher. Die so ein bisschen eine andere Haptik haben. Ich mag das tatsächlich ganz gerne, ja. Ha, und dann kommen wir zu einem Buch, da kann ich noch gar nicht so viel sagen, denn wir sind erst bei einem Drittel. Das ist ein wahnsinniger Wälzer mit 850 Seiten, glaube ich, so grob. 840 Seiten. In Zani von Kerstin Merkel lese ich zusammen mit meiner lieben Freundin. Und wir haben uns das jetzt eben für 3 Wochen eingeteilt. Und die erste Woche, das erste Drittel, ist jetzt also gelesen. Und wir sind hier in einer fantastischen Welt unterwegs und treffen auf den Herrmeister Kian und die Heilerin Alia. Und es ist ein bombastischer Einstieg gewesen. Also es ist wirklich ein wunderbares Hineinkommen in diese Welt, in die Geschichte, in das System der Geschichte, was es auch mit den Insani auf sich hat. Also der Einstieg hier, das erste Drittel, war auf jeden Fall schon sehr, sehr gelungen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich da auch definitiv aufs Weiterlesen. Ha, ja, das war's mit den Büchern. Doch eine ganze Menge geschafft, wobei man muss natürlich tatsächlich auch sagen, dass Herbst in Wien und Redwood Lights ja eher Kurzgeschichten sind, die ja eigentlich als eine Geschichte zählt. Ja, ich bin natürlich auch neugierig, was ihr so gelesen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Auf Netflix habe ich dann einen Weihnachtsfilm angeschaut und zwar Weihnachten in der Wildnis. Aufmerksam geworden bin ich, weil auf dem Cover Christine Davis drauf ist, die wir ja als Charlotte aus Sex and the City kennen und auch Rob Lowe spielt mit, auch ein Schauspieler, den ich aus ein paar Filmen kenne. Und ich muss wirklich sagen, jeder, der Fernweh hat
und der mit Tieren was anfangen kann, der ist bei diesem Film richtig. Denn die Charakterin, die gespielt ist von Christine Davis, die wird, als ihr Sohn aufs College geht, von ihrem Mann verlassen und sie hatte eigentlich eine Hochzeitsreise geplant, eine zweite Hochzeitsreise mit ihrem Mann und so fliegt sie einfach von allein irgendwo nach Afrika. Ich weiß gar nicht, ob genannt wurde, wohin, ob es Botswana war, wahrscheinlich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, und ist dort in einer Tierlodge untergebracht, beziehungsweise möchte eigentlich da so eine Art Safari machen. Ursprünglich ist sie Tierärztin und dort angekommen ist sie dann eben bei der Rettung eines Babyelefanten dabei und das ist auch so ein bisschen das Thema, was hinter der Geschichte steht, also wie das mit den Elefantenbeißen ist, was passiert, was man tun kann, wie man helfen kann, und sie bleibt da ein ganzes Weilchen von Ort und feiert dann eben Weihnachten auch in Afrika. Und ja, mein Herz schlägt bei Afrika immer höher und ich bin auch ein großer Fan davon, Tiere eben vor Ort zu helfen und auch dort irgendwie anzuschauen. Ich bin ja ein absoluter Gegner von Zoos. Über Zirkus müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Und das ist einfach so eine schöne Art gewesen, um eben ja aufmerksam zu machen in einer Weihnachtsgeschichte mit einer Liebesgeschichte und auch so ein bisschen Familie spielt mit ein. Und dann aber auch darauf aufmerksam zu machen, dass eben ja, was es eben bei den Elefanten bedeutet, wenn eben die Mutter wegen ihren Elfenbein ja im Grunde von Wilderern erschossen wird, was das für die Kleinen bedeutet. Es hat so ein bisschen einen lehrreichen Anteil, was ich gar nicht schlecht finde, weil man muss die Menschen auf jede Art und Weise irgendwie aufmerksam darauf machen, dass es das auf dieser Welt geht, das gibt, dass es eben ja, dass eben ja Tierleid oftmals mit Dingen verbunden sind, wo man es vielleicht gar nicht erahnt. Gut, ich glaube, beim Elfenbein weiß es mittlerweile jeder. Aber ich fand es sehr schön, ich fand es kitschig, ich fand es wunderbar, in dieser Reservat auch unterwegs zu sein, mit den Elefanten das zu erleben, da auch so ein bisschen Hintergrundinfos zu bekommen. Jetzt nichts wirklich komplett Neues für mich, aber ich fand das sehr schön verpackt. Und ich mochte, wie sich die Liebesgeschichte gesponnen hat und dann mit Weihnachten und was das eben auch in Afrika bedeutet. Und ach, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ein süßer kleiner Film, der mich wirklich gut unterhalten hat. Auf Amazon Prime habe ich dann angefangen, Rad der Zeit anzuschauen. Das ist ja eine Buchverfilmung zur großen, großen Reihe von Robert Jordan. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es von diesem Buch gibt. Es gibt aktuell acht Folgen, wird die erste Staffel beinhalten. Es ist schon eine zweite Staffel bestellt und sie dreht sich wohl um das komplette erste Buch. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob es das deutsche Buch ist, weil ich glaube, da ist auch das englische Buch irgendwie aufgeteilt worden. Aktuell gibt es auf jeden Fall 5 Folgen, beziehungsweise wenn jetzt die Bücherwoche ankommt, es müsste schon die 6. Folge da sein, weil, glaube ich, immer freitags eine neue Folge kommt. Und wir haben jetzt von den 5 Folgen 3 Folgen angeguckt. So, jetzt atmen wir mal durch. Das waren ganz viele Informationen, irgendwie in ganz merkwürdigen Sätzen. Es war, glaube ich, kein gutes Deutsch, aber ich hoffe, ihr konntet meinen wirren Gedanken ein wenig folgen. Also, wöchentlich eine neue Folge und ich habe genau aus diesem Grund gerade noch Prime, weil ich eben da reinschauen wollte, weil ich sehen wollte, ob das was für mich ist. Und ich muss wirklich sagen, dass ich nach den ersten 3 Folgen sehr angetan bin. Begeistert wäre zu viel, weil man schon ein bisschen merkt, es ist eine TV-Produktion. Es kommt nicht an die Optik von Game of Thrones ran, gerade wenn man da an die erste, zweite Staffel denkt, das war natürlich optisch schon ein Highlight, auch für die damalige Zeit. Da kommt es für mich nicht ganz ran, aber ich mag die Schauspieler, ich mag die Charaktere, ich mag es, wie der Geschichtenerzählstrang ist, ich finde es spannend, ich finde es interessant. Natürlich hat sich noch nicht jedes Rätsel geöffnet, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Also ich möchte auf jeden Fall die beiden anderen Folgen jetzt anschauen, beziehungsweise vielleicht gucken wir dann am nächsten Wochenende einfach die nächsten 3 Folgen und bin da einfach sehr, sehr gespannt. Und ja, es hat Spaß gemacht, kann ich empfehlen für jeden, der wirklich Fantasy mag, der was mit Herr der Ringe anfangen kann, Game of Thrones, der eben so in diesem Universum auch irgendwie zu Hause ist, der es auch mag, wenn etwas ein bisschen langsamer erzählt wird und trotzdem auch so ein bisschen merkwürdige Wesen ihr Unwesen treiben. Und ich muss sagen, es gab so das ein oder andere Zitat in den ersten 3 Folgen, wo ich durchaus sowohl Harry Potter als Game of Thrones als auch Herr der Ringe zitieren konnte. Das spätestens, wenn eine Gestalt kommt, die aussieht wie Voldemort. Oh, guck mal, da ist er, weiß ich schon wer. Ja. Da muss man dann manchmal durch. Aber mir gefällt es bisher sehr gut und ich bin gespannt, wo die Reise noch ein bisschen hingeht. Und dann bin ich auch auf Disney Plus unterwegs und habe dort Raya und der letzte Drache angeschaut. Der Film ist Anfang des Jahres, ich glaube irgendwie im März, April,
ja, ich glaube, erschienen, ich glaube gar nicht im Kino, sondern mit so einem Special-Zugriff dann auf Disney Plus, ähnlich wie es, glaube ich, auch bei Mulan war, bei der Echt-Verfilmung. Und ich habe den jetzt so per Zufall entdeckt und ich liebe ja Drachen und da musste ich jetzt auch einfach Raya und der letzte Drache anschauen und war total überrascht, warum ich noch nichts Positives oder überhaupt irgendwie von diesem Film gehört oder gesehen habe. Inspiriert ist dieser Disney-Film von den Kulturen aus Südasien, Südostasien. Es ist optisch super gemacht. Also es ist wahnsinnig toll umgesetzt, wie die Charaktere gezeichnet sind, wie die Figuren animiert sind, ihre Gesichter, ihre Kleidung, alleine welche Mühen sich mit Haaren und auch Fell des Drachen gegeben wurde, wirklich bombastisch. Und wir sind in Kumandra und hier leben eigentlich Menschen und Drachen in Harmonie, bis dann eben finstere Monster auf die Welt kommen, die alles bedrohen, die eben auch Dinge wie eine Art Menschen einfrieren oder zu Stein irgendwie werden lassen und dann eben die Drachen, die sind, die das aufhalten können und dann gibt es aber Konflikte zwischen den übrig gebliebenen Menschen, bis dann eben Raya die eine Kriegerin wird und mit Unterstützung von verschiedenen Menschen und ja, muss sie dann eben sich auf den Weg machen und die Welt retten und auch ihren Vater, der da im Grunde irgendwo auch mal mit eingefroren wurde. Und ich muss echt sagen, ich war sehr begeistert. Ich fand wirklich die Optik toll, die Geschichte, das Tempo, die Charaktere so liebenswert und auch ihre Entwicklung toll gezeichnet. Ich mochte die Optik der Drachen. Super, super schön gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht. Mal anders, aber nicht irgendwie merkwürdig. Richtig, richtig schön. Schaut euch mal die Drachen an, wie die gezeichnet sind. Richtig, richtig toll. Und ich fand es an mancher Stelle vielleicht ein bisschen schnell erzählt. Ja, liegt vielleicht an meinem Alter. Vielleicht wäre das als junger Mensch ein bisschen, also als jüngeres Kind anders gewesen, so vor 5, 6 Jahren. Aber ich fand es toll. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Es geht um Vertrauen, um Freundschaft, um ja, wirklich so diesen Zusammenhalt und dass man eben jeden Konflikt auch irgendwie lösen kann, sollen muss. Und ja, ein toller Film, ein toller Kinderfilm, der wirklich von der Optik auch mal anders sich zeigt, der auch nicht eine klassische Disney-Prinzessin irgendwie zur Heldin hat, sondern Raya da tatsächlich positiv auch herausfällt und ja, mir richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ja, das waren es jetzt sowohl die Bücher als die Filme als die Serien. Oh mein Gott, was ist hier nur los? Ja, da habe ich gedacht, es wird im Dezember ein bisschen ruhiger und ich kann Bücherwochen mal zusammenschrauben, weil ich so wenig lesen werde, aber irgendwie bin ich sehr im Leseflow, was wahrscheinlich auch wirklich an diesem nicht so schönen Wetter liegt, weil man da dann doch einfach weniger rausgeht und mehr sich zu Hause einmümmelt mit einer Decke Tee und dann eben auch einfach mal 2, 3 Stunden am Stück liest oder einen Film guckt und mache ich ja doch im Sommer zwar auch, aber nicht ganz so häufig. Ja, ich denke, das ist es soweit. Alle Notizen habe ich, glaube ich, durch. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ja, wie euer Dezember bisher so war, was ihr gelesen habt, ob ihr Weihnachtsfilmempfehlungen habt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Alle Infos unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen dritten Advent, gar nicht mehr lang bis Weihnachten. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss, eure Steffi.